Hallo YouTube, herzlich willkommen. Wir spielen heute wieder Planet Zoo. Wir haben im letzten Jahr ja hier unsere Lamas, also unser Lama-Gehege gebaut. Und wir haben jetzt gerade schon, bevor ich die YouTube-Aufnahme gestartet habe, das Gelände hier ein bisschen abgeflacht, sodass unsere Lamas nun auch hier seitlich runtergehen können und nicht mehr nur noch durchs Wasser gehen müssen. Ich glaube, sie genießen das auch sehr. Unsere Galapagos-Schildkröten sind sie auch schon fleißig am Paaren. Da müssen wir immer ein Auge drauf behalten, weil das sind ja immer so viele. Und noch hält sich das alles hier in Grenzen. Warum geht es dem Juan denn nur so semi-gut? Warum geht es allen nur so semi-gut? Ernährungszustand. Gehege. Ein stabiler Rückzugsort. Hä? Ist das, weil die so viele Babys haben? Oder warum ist das? Der Chat sagt Hallo! Hab bei meinem Freund auch einen PC, weil er damit nicht spielt, aber ich finde kein passendes Spiel für mich. Spiele Sims, aber kann leider nicht so lange mich mit aufhalten. Also ich würde dir Planet Zoo empfehlen. Wie gesagt, man muss... Ah, der Zelli ist schon wieder da oder immer noch. Man muss dem ein bisschen Zeit geben, aber dann ist es einfach das beste Spiel EU-West. Er steht hier gerade bei der Schlange von Yoshi. Ist das wieder Yoshi? Ja, natürlich. Yoshi einfach immer am Hasseln. Die Gäste sind halt überhaupt nicht zufrieden. Ich weiß nicht, warum. Ah, kostet alles zu viel. Aber ich habe das doch nicht teurer gemacht, oder? Warum sind die so unzufrieden? Weiß das jemand? Ich weiß nicht, also... Hände schütteln. Wir haben Zölli die Hände geschüttelt. Dürfte ein Spielfehler sein. Das ist voll... Ach, guck mal, was, Zölli, was hast du dir gekauft? In diesem Zoo gibt es keinen Souvenirladen. Zölli möchte einen Souvenirladen, okay? Geldautomat kostet nicht. Hier wird wohl oft randaliert. Hier ist ganz schön viel kaputt. Er denkt nichts über unsere Schlangen. Will unbedingt sehen. Todesotter. Fantastisch. Fantastisch. Guck mal, man sieht hier sogar die bei sich getragenen Gegenstände und so. Das habe ich mir irgendwie alles noch nie angeguckt. Zölli ist richtig rich, Hammer. Man hat schon 100 Dollar hier ausgegeben. Einfach der Gönner. Richtig cool. Inflation, Nina. Die Besucher haben alle kein Geld mehr. Ja, true. Okay, ich würde gerne halt auch sowas machen wie Souvenirshops und sowas. Da müssen wir uns auf jeden Fall mehr drum kümmern. Aber wir gehen jetzt noch einmal zurück zum Lama-Gehege. Ich finde, hier oben fehlt noch ein Busch. Also da könnte man, glaube ich, noch ein bisschen mehr hinstellen. Wir gucken noch mal, was die alles mögen. Alle DLCs gekauft, genau. Klingt 1:1 noch Zölli. True. Ivy, hallöchen. Und Evelyn, hallöchen. Mir geht's sehr gut. Ich hoffe, dir auch. Und Sweet Angel, dankeschön fürs Twitch, Baby. Vielen Dank. Also das hier war ja der Baum, den wir jetzt hier mit eingebaut haben, weil er ja noch einigermaßen zu den Fichten passt. Das Grün finde ich nicht so passend. Oh, shit. Hä, der hat ja jetzt nochmal ein anderes, eine andere Krankheit. Oh nein, haben da... Wir haben eine Epidemie! Habe ich die nicht... die waren doch in Quarantäne. Warum sind die denn jetzt alle krank? Okay, Kuhpocken brauchen wir nicht mehr erforschen. Wer macht das? Andreas, brauchst du nicht mehr. Andreas, du erforschst jetzt das. Oh, oh. Lina, hallöchen. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ich habe gerade zum ersten Mal vegane Carbonara gemacht. Ich könnte mich reinlegen. Geil. Was hast du als Speck benutzt? Also Röchertofu oder wirklich so diesen Speck von den Fleischersatzmarken? Ich muss nochmal auf Pause drücken, sonst kann ich mich hier nicht konzentrieren. Da passieren immer so viele Dinge. Oh, Mod-Invasion. Hallo, Tabea-Boss und Melli-Boss. Schön, dass du da bist. Oder dass ihr da seid. Räuchertofu, geil.
finde es ja toll, dass sie fast nichts mögen, aber Hauptsache die Strauchtomate. Die finden sie toll. Ein bisschen Wiese. Der Hortensienbusch ist auch ein bisschen süß, ne? Oder findet ihr, der passt nicht so gut hier rein? Vielleicht dann eher den Brombeerstrauch, ne? Das wäre noch so ein bisschen... Und hier auch, außerhalb des Geheges. Ich erforsche schon im Vorspiel die ganzen Krankheiten. Da kann nichts mehr schief gehen. Ist auch eigentlich voll gut. Aber wir haben uns so aufs Bauen konzentriert, dass wir am Anfang auch zu wenig geforscht haben. Auch die ganzen Möbel und sowas. Ach, Möbel. Bauobjekte und sowas. Haben wir leider alle so ein bisschen zu wenig erforscht. Jetzt machen wir da mal noch einen Stein hin. Dann sieht das nämlich immer alles direkt ein bisschen organischer aus. Metallschmerzen, angeschlagene Stimme, ist auch ein Abenteuer, in den Kindergarten zu gehen. Vor allem beim Singen und mit den Kindern reden. True. Dann bist du heute Abend heiser. Noch ist es nicht so spät. Das stimmt, aber die sind halt alle schon am Forschen. Lily Fairy, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Wie machst du das, dass die Kamera so hoch und runter geht? Mit Q und E. Oder was meinst du? Also meinst du das? Das mache ich mit Q und E. Und Lilly Chatterlöchen, der Zoo läuft sehr, sehr gut. Gerade haben wir eine kleine Epidemie bei unseren Lamas. Aber das ist natürlich auch wieder nichts, was wir nicht unter Kontrolle kriegen. Wir sind schon ganz fleißig am Forschen und dann wird das auch wieder. Und Umzug läuft bisher auch sehr, sehr gut. Also ich komme sehr gut voran. Aber bin auch froh, wenn es vorbei ist. So. So sieht es ja schon mal ein bisschen gefüllter aus. Dann machen wir jetzt hier überall noch so ein paar Steine hin. Damit das Lama-Gehege dann auch schön aussieht. Weil hier haben wir gerade noch so viel grüne Wiese irgendwie. Wir brauchen hier unten auch noch ganz dringend ein paar Steine. Aber ich will denen natürlich jetzt auch nicht hier über ihren Überweg zubauen, weil die ja da auch viel auf die andere Seite hüpfen und schwimmen und so weiter. Das will ich denen natürlich jetzt nicht alles verbauen. Aber ich glaube, wenn wir das so machen, sieht das gut aus. Warum hältst du die Zeit manchmal an? Weil sonst so viel halt im Zoo passiert. Und wenn ich dann baue, dann konzentriere ich, also dann kann ich mich so schwer auf das Bauen konzentrieren. Deswegen halte ich dann die Zeit an, damit wir in Ruhe bauen können. Genau. Freue mich mal wieder hier zu sein. Das ist eine sehr schöne Krankenbegleitung für mich heute. Gute Besserung wünsche ich dir. Ich hoffe, du wirst schnell wieder fit. Bringst du dann jetzt schon Sachen zu Lukas oder gibt es dann einen Umzugstag, wo du alles hinbringst? Nee, also wir haben natürlich einen Tag, wo wir dann sagen, okay, ne, das ist der Umzugstag, weil ich ja auch die Katzen rüberbringen muss. Also das ist quasi so der Umzugstag. Ab dann bin ich umgezogen. Aber wir haben jetzt, also er hat jetzt am vergangenen Wochenende auch schon Sachen mitgenommen. Und ich habe ja auch das Haus noch bis Juni. Das heißt, die Sachen, die ich nicht brauche, kann ich halt auch noch dann danach irgendwann holen. Und es ist halt nur wichtig, dass dann die Sachen, die ich brauche, und mein Büro und so weiter dann drüben sind. Und ja.
Umzüge sind so pain. Ich muss, ich hoffe, ich muss nie wieder umziehen. Ich finde Umzüge eigentlich super spannend. Oh. Oh, wie schön, Gott. Kann es euch leider nicht zeigen, weil Björni drauf ist. Aber das Bild von mir ist ja auch voll cool. Wow. Das ist noch von Katz Hochzeit. Hallo. Guck mal, wie cool das aussieht. Bitte nicht leaken, danke. Ja, ja. Bla, bla, Björni, bla, bla. Hab Björnis Gesicht schon, glaube ich, dreimal oder so geleakt. Ich mach's so. Dann sieht man nur Menschen, die man sehen darf. Guckt mal. Die Schulter neben Kat gehört Björni. Schön. Sind richtig schön, die Bilder. Wow. Einfach wow. Also ich finde den Vibe voll schön. Also hast du richtig schön bearbeitet. Schöne Schulter, ne? Fand ich auch. Ich ziehe diesen Sommer wieder nach Deutschland zurück und dann in meine zweite eigene Wohnung. Freue mich schon riesig. Voll cool. Ich wünsche dir alles Gute. Eine schöne Schulter kann auch entzücken, genau. Nee, mir ist das leider schon echt... Also im Phantasialand habe ich ihn einmal geleakt. Aber da wusste ja niemand, wie er aussieht. Deswegen wusste ja auch niemand, dass es Björni ist. Auf Kats Hochzeit habe ich einen Boomerang gepostet und da hat er einfach in genau der Sekunde so gemacht. Und deswegen hat man sein Gesicht nicht gesehen. Ist mir aber auch erst später aufgefallen. Also für die, die es nicht wissen, Björnis Aussehen ist nicht öffentlich. Also der Ö-Björn im Chat. Ja, und ich vergesse das manchmal. Ja, ja. Und wo noch? Noch irgendwann. Da waren kaum Männer auf dem Bild, das konnte man recht leicht erschießen. Nee, das war ein Video aus dem Phantasialand. Und da sah es so aus, als wenn Björni gar nicht zur Gruppe gehört, weil wir so ein bisschen auseinandergezogen waren. Und deswegen hätte das ja auch einfach irgendjemand sein können, der... ja, der einfach halt im Phantasialand ist. Man kann mit Lamas spazieren gehen, war mal in meiner Kindheit auf einem Bauernhof, der Lamas hatte. Als wir mal bergab mit ihnen gegangen sind, ist mir eins auf den Rücken gesprungen. Oh mein Gott. Die sind doch riesig. Ich hoffe, es ist nichts passiert. Wir wollen den Björni sehen, wir wollen den Björni sehen. Nee, Jana hatte das Gruppenbild gepostet. Das war nicht ich. Das war ausnahmsweise mal nicht ich. Ich weiß, überraschend. Aber ja. Ausnahmsweise war das nicht Nina, genau. Ich war, glaube ich, sogar diejenige, die darauf aufmerksam gemacht hat, dass man Björni auf dem Bild sieht. Naja. Ich finde, das macht so viel aus, wenn man hier dann so ein paar Steine platziert. Also, das sieht jetzt halt einfach schon so anders aus als eben noch. Obviously, weil jetzt sind da Steine und eben waren da noch keine Steine. Aber ich finde es richtig, richtig cool. Vielleicht noch so ein bisschen Erde. Und dann machen wir hier oben schon mal noch so ein bisschen Gefels. Luisa, danke schön für die 7 Monate. Vielen, vielen Dank. Wer ist denn Björni? Der Ö-Björnd im Chat. Oder der Oberbernd.
Und sein Aussehen ist eben nicht öffentlich. Aber wir haben halt schon oft auch was mit ihm unternommen und so. Und dann ist mir das ein oder andere Mal passiert, dass ich das vielleicht fast geleakt habe oder auch geleakt habe. Und ist halt schwierig. Ich durfte meine ersten Achterbahnfahrt neben Björni sitzen, auch ein toller Flex. Das stimmt. Das ist wirklich ein toller Flex. So. Hier brauchen wir auch noch ein bisschen Erde. Vielleicht machen wir das, wenn die dann da so rauskommen und da so rumwuseln, haben die dann da auch schon so viel Zeit verbracht, dass da alles voller Erde ist. Ich hoffe, die mögen das jetzt überhaupt noch. Aber das sieht doch richtig cool aus. Findet ihr, das sieht halt jetzt noch komisch aus, weil da keine richtige Abgrenzung ist? Oder, also soll ich hier noch irgendwas tun oder soll ich das einfach so lassen? Joy, Hallöchen, herzlich willkommen. Ob ich mir gerade im Spring Sale eventuell die letzten 4 Planet Zoo DLCs gekauft habe, die mir noch gefehlt haben. Hab jetzt alle. Wie schön, Antonia. Ganz, ganz viel Spaß beim Spielen. It's me. Hi, I'm the Bernie, it's me. Ella, hallöchen. Schön, dass du da bist. Zu lassen ist organic. Ich würde zu lassen. Okay. Würde noch was hinmachen. Finde es nicht schlimm. Sieht super aus. Ich finde, durch die Bäume hier vorne fällt das halt jetzt auch nicht mehr so auf. Ne? Eben war das noch relativ... ja, da dachte man sich noch so Heidewitzka. Also ich finde das hier noch nicht so schön, muss ich sagen. Das sieht halt noch so ein bisschen provisorisch aus. Wartet mal. Ich glaube, wir ziehen die Barriere noch mal ein Stück hoch, damit wir das bearbeiten können. Und dann machen wir das noch mal. Hallo? Bitte helfen Sie mir, ich bin im Fahr. Danke. Weil ich finde, das sieht irgendwie noch so ein bisschen weird aus. Dann drücken wir nämlich hier ein bisschen rein. Wäre Sons of the Forest was für dich? Hätte voll Bock, das bei dir zu sehen. Ja, generell schon. Ihr wisst ja, ich liebe Survival Games. Mir fehlt bei Sons of the Forest, genauso wie es bei The Forest war, noch so ein bisschen der Langzeitspielspaß. Also irgendwie weiß ich nicht, ob mir das so langfristig viel Spaß bereiten wird. Aber... Also Lukas und ich haben beide schon gesagt, dass wir das auf jeden Fall irgendwann mal so antesten wollen. Vielleicht spielen wir das ja einfach mal einen Stream mal so und gucken, wie das so ist. Keine Ahnung. Ja, aber es reizt... Habe ich das... Ja? Als es rausgekommen ist, haben wir das gesagt. Gut. Bisschen Efeu drüber und es gut ist. Ja, das Problem ist, sie mögen kein Efeu. That's the problem. Aber wisst ihr, was wir jetzt machen? Ich glaube, wir machen da einfach so eine Steinwand draus. Aber ist die Frage, ob wir es hinkriegen. Na, wir gucken mal. Wir nehmen den hier. Maddie, hallöchen. Schön, dass ihr da sind. Dass wir da sind? Schön, dass wir da sind. Maddie, schön, dass du hier bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Wurde es mir gerade angezeigt mit Planet Zoo, bin ich ja direkt gecatcht. Lass mal einen Follow da. Schön, dass du da bist, Schnefka. Herzlich willkommen. It's best for you. Also ich mache das jetzt nur bei der Wand so ein bisschen. Die ist mir einfach ein Dorn im Auge. Die mögen kein Efeu. Ja, ja, die Lamas, die mögen kein Efeu voll. Ich sage dir. Queen Charlene, mach's gut. Schön, dass du da warst. Ich habe mir mal deine Disney Legacy Parts angeguckt. Jetzt habe ich Bock auf Sims bekommen. Na dann, go for it.
Und Carla, danke schön für dein Lurk. Ganz viel Spaß beim Lesen. Und Diana, Hallöchen. Ich spiele Franchise, ja. Genau, wir sind schon im Jahr 62. Spielst du auch Planet Zoo? Oh mein Gott, diese Drehen-Funktion hat einfach mein komplettes Leben verändert. Macht einfach alles so viel leichter. So. Hoch. So. Do. LBFS, Hallöchen. Mir geht's sehr gut. Ich hoffe, dir auch. Herzlich willkommen. Oh, ah. Mr. Mani, herzlich willkommen im Universum. Vielen Dank für deinen Sub. Der Chat wird dich einmal ganz wunderbar mit Cut im Cockpit ins Universum katapultieren. Also ihr dürft einmal Mr. Mani mit euren Raketen ins Universum schießen. Vielen, vielen Dank. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr. Dankeschön für dein Primey. Das macht ihr fantastisch, Chat. Es lahmt heute noch. Ja, ich meine, Dean ist auch nicht da, ne? Also, wo ist mein Handy? Ach, das ist mein Handy, nevermind. Oh mein Gott, Gott, wie schön! Wow! Das ist so süß! Amazing! Da habe ich schon Katz Schuhe an. Ich bin die ganze Zeit barfuß rumgelaufen, weil meine hohen Schuhe mir wehgetan haben. Hab gerade über eine Stunde einen Fehler gesucht, es war ein Wort. Ja, just the programming life. You chose it yourself. Aber schön, dass du es gefunden hast. Lukas ist in den letzten Zügen seines Quiz, also für die, die es nicht mitbekommen haben, er hat so ein Programm selber programmiert, womit man dann so ein Quiz, also er macht dann so eine Quizshow auf Twitch damit. Das wird richtig geil. Ich freue mich da richtig drauf. Wenn ich da mal eine Kandidatin sein darf. Also das ist Cut, falls ihr das noch nicht wusstet. Also about Cut im Chat. Also danke, dass ihr Mr. Mani einmal ins Universum katapultiert habt. Und Isabel, ganz viel Spaß bei Planet Zoo. Und Sarina, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Wie geht's? Mache gleich mein Passbild für den Führerschein. Ah, sehr cool. Und Sarah, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Und schön, dass du dich hier wohlfühlst und fühl dich ganz, ganz festgedrückt. Schön, dass du da bist. So wie wer weiß denn sowas? Ja, im Grunde schon. Ich habe das noch nicht so häufig geguckt, aber ich will auch nicht zu viel verraten, weil es ist ja Lukas Quiz. Aber es ist auf jeden Fall richtig, richtig cool. Er hat das alles selber programmiert. Oh, ja, okay, dann das hätte ich mir auch denken können. Ach, ihr wisst doch, dass Lukas keine halben Sachen macht. Er hat da wirklich stundenlang dran gesessen. Abende. Abend after Abend. Nee, wirklich. Also er hat sich da richtig, richtig viel Mühe mitgegeben. Also könnt ihr wirklich gespannt sein. Sarah, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Und Mona, Hallöchen. Damit er dann wie bei Wer wird Millionär irgendwann während des Spiels den Chat verlässt. Nee, das ist ja, also,
Das ist ja sein eigenes. Das wird richtig, richtig cool. Ich möchte nur nicht in der Runde mitspielen, wo Björni mitspielt, weil sonst verliere ich. Aber das sieht einfach direkt viel besser aus, wenn wir jetzt vielleicht noch da oben einen Baum wachsen lassen. Kann der bitte nicht so wachsen? Wachs anders! Oder vielleicht wachsen da oben eher so Büsche. Warte mal. Seid ihr heute schon weit gekommen? Eigentlich, also wir spielen auch erst seit 26 Minuten. Wir haben bisher nur ein bisschen am Lama-Gehege weitergebaut und so ein bisschen halt gestaltet und ja, gequatscht, wie immer. Alina, danke schön für die 100 Bitsis. Vielen Dank. Ich spiele einfach nicht mit, Problem gelöst. Aber Björni, du bist so schlau, du musst irgendwann mal mitspielen. Guck mal, dass da jetzt dann vielleicht noch so ein bisschen Busch rauswächst. Weil den mögen die ja. Wow! I like it. Oh, ja, der gefällt mir richtig gut. Jetzt will ich aber noch so einen... Also das muss hier oben jetzt noch so ein bisschen so einen Abschluss finden. Sonst sieht das wirklich platziert aus und nicht organic. Und das geht leider nicht. In diesem Zoo muss alles organic sein. Wie lange braucht man für ein Abi? Es ist ganz unterschiedlich. Ich weiß jetzt nicht genau, was du meinst. Also meinst du für Abitur? Man kann auch lange brauchen, so wie ich. Du bist toll, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Ich finde schon, dass das Lama-Gehege schnell Form angenommen hat. Ist voll krass, ne, was das immer so ausmacht, wenn man nur so ein paar Sachen platziert. Ich finde das so faszinierend. Weil ich nämlich auch immer dachte, boah, warum sehen meine Gehege immer so komisch aus und so leer. Aber ich habe halt auch wenig solche Sachen einfach platziert. Dass da halt einfach so, ja, so eine Steinwand ist oder keine Ahnung. Eben noch gesagt, ich lasse die so, ne? Jetzt platziere ich hier doch überall noch Sachen. Aber es muss sein. Macht das doch so wie bei den Bergen, wenn da eine Straße lang geht, also oben gerade, dann können da Ziegen hin. Du meinst hier oben dann? Das wird aber dann schwierig, die einzuzäunen. Die Idee ist aber nicht schlecht. Hanna, mir geht's sehr gut, ich hoffe dir auch. Und Joy, mach's gut, schön, dass du da warst. Deine Gehege sehen, finde ich, immer gut aus. An sich motiviert es mich immer selber zu spielen, nur sehe ich dann meins und bin deprimiert, weil es nicht so schön wird. Ich sag's dir, mir ging es zu 100% genauso. Bei mir war das wirklich exakt genau die gleiche Gefühlslage, dass ich auch immer so dachte, boah, ne, voll cool, was die da bauen. Ich habe jetzt auch Bock auf Planet Zoo. Dann habe ich mein Spiel gestartet und fand alles kacke. Dann habe ich aber mal angefangen, mir halt wirklich richtig Mühe zu geben mit meinen Sachen und mir wirklich auch die Zeit zu nehmen und ja, mir Inspirationen rausgesucht, mir Videos angeguckt, auf Pinterest geschaut und so weiter. Und seitdem hat sich das halt alles verändert. Also ja, der Key ist wirklich einfach, dass man sich dafür Zeit nimmt, dass man sich Inspirationen sucht und sich nicht mit anderen vergleicht, sondern sich einfach inspirieren lässt. Mann, der rutscht immer noch einmal raus.
finde es immer wieder erstaunlich, wie schön sich so einzelne Objekte wie Steine zusammenfügen, wenn du die nebeneinander setzt. Richtig organic. Krass, das ist das Spiel, das du zulässt. Voll. Das schätze ich auch so unglaublich am Planet Zoo. Also das ist zum Beispiel was, was mich dann halt immer bei Sims stört, dass es halt nicht so, so ist, dass sich das halt wirklich so krass zusammensetzt. Also sieht ja dann wirklich aus wie eins. Und ja, das finde ich auch richtig cool. Sieht natürlich jetzt noch ein bisschen komisch aus, weil das da drüber halt jetzt überall nicht ist, aber ich glaube, so im Grunde finde ich das sehr cool. Zeit, ich glaube, es ist, glaube ich, echt ein Faktor voll. Also man muss sich da wirklich richtig drauf einlassen und ja, wenn ich merke, so, also ich habe das manchmal in Streams auch, dass ich dann merke, dass ich nur noch schnell mache und dann mache ich, also dann mache ich den Stream auch aus und dann sage ich, hey, komm, wir bauen dann morgen weiter oder so, weil es dann einfach keinen Sinn mehr macht. Also dann merke ich, dass ich einfach mir nicht mehr so viel Mühe gebe und wenn ich dann den Stream am nächsten Tag anmachen würde, dann wäre ich unzufrieden mit dem, was ich gestern gemacht habe. Und deswegen sage ich dann immer, okay, dann ne, mache ich jetzt für heute aus und schaue dann beim nächsten Mal, was man da vielleicht noch machen kann und so. Und dann hat man nochmal andere Ideen oder guckt vielleicht nochmal online, was es da noch alles so gibt und so weiter. Ups. Aber jetzt ist es doch cool, oder? Also wie gesagt, wenn man auf den Berg hochguckt, sieht es immer noch ein bisschen komisch aus. Aber erstmal hier so aus der Perspektive sieht es doch schon mal gut aus. Abgehoben, dieser Björni, ja. Also wirklich, Björni ist, also Abgehobenheit pur. Würde ich auch so. Also das erste Wort, was mir einfällt, wenn ich an Björni denke, ist abgehoben. Oh, Kat schickt noch mehr Fotos. Mann, das ist so toll. Süß. Süß. Wow. I love it. Kann man so ein Lukas-Baututorial online finden? Das war ja richtig interessant, in dem einen Stream das zu hören. Voll. Ich finde es auch so krass, was es da halt alles noch so für Hacks und so gibt. Mal sehen, was noch so in der Zukunft kommt. Lukas hat immer so viele Projekte, deswegen ist das immer so ein bisschen schwierig, aber wer weiß. Vielleicht können wir hier unten noch mehr von den Brombeerbüschen hinmachen, dass hier unten auch noch so welche wachsen. Und so der ein oder andere Stein vielleicht noch da so rauskommt. Brotzeit! Kat, lass dich schmecken! Kannst du mir vielleicht sagen, wo der Kratzbaum deiner Katzen her ist? Ich finde den echt schön, weil der so schön dezent ist und ich das Holz so gerne mag. Ich weiß es leider echt nicht mehr. Der ist halt jetzt auch schon 3 Jahre alt. Und ich habe absolut keine Ahnung, wo ich den her habe. Ich kann noch mal gucken, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich nachgucken soll. Warte mal, ich gebe mal eben bei meinen Mails Kratzbaum ein und guck mal, ob da was kommt. Die Lamas sind schon eingezogen. Ja, die haben schon Babys gemacht. Kratzbaum. Das hast du, glaube ich, in dem Katzenvideo gesagt. Ah, okay. Ja, dann, ich weiß, ist das Video denn noch online?
Doch, ich glaube, das ist online, ne? Weiß es nicht. So finde ich nämlich jetzt nichts. Also dann schau dir einfach nochmal das Video an, wo wir die Katzen aus dem Tierheim geholt haben. Da sage ich das anscheinend. Ja, es sind wirklich wieder ganz, ganz viele krank. Und dir auch gute Besserung. Versuch deinen Urlaub trotzdem irgendwie zu genießen. Und Schnefka, viel Spaß beim Planet zu spielen. Und Kathi, hallöchen. Schön, dass du da bist. Okay. Habt ihr jetzt noch so eine brennende Idee, die wir noch hier bei den Lamas hinmachen könnten? Oder sollen wir uns weiter umsehen? Also, was wir noch so machen können, meine ich. Also im Zoo. Wow, Nina kann sich wieder grandios heute ausdrücken. Ups. Ja, aber das macht jetzt noch einen Unterschied, wenn hier noch so ein bisschen Busch überall wächst. Den Farn mögen die ja auch, stimmt. Der ist auch immer toll zum Füllen. Obwohl die ja halt auch gar nicht so Wald mögen, ne? Ich will hier alles so waldig machen, weil alles andere halt hier so im Wald-Theme ist, aber... Samsung Girl, hallöchen. Schön, dass du da bist. Und Lilly, vielen Dank fürs Kompliment. Hab heute frei wegen der schriftlichen wegen der mündlichen Abiturprüfung. Sehr cool. Und Leni, hallöchen. Mir geht's sehr gut. Ich hoffe, dir auch. Heiße Diskussion. Was denn? Zwischen jemandem? Oder was meinst du? Ich krieg wieder nichts mit hier, ne? Beschäftigt damit, Fahnen zu platzieren. Die wichtigen Dinge des Lebens. Aber alleine der Fahnen, der hat jetzt schon... Guck mal hier unten, das hat so einen krassen Unterschied gemacht, dass der da jetzt ist. Wisst ihr, was ich meine? Da muss jetzt noch ein Stein hin. Dann ist es perfekt, Leute. Sie lässt einen fahren, genau. So ist das. Es geht nicht. Was machst du denn, Luki? Und hey, hallöchen. Schön, dass du da bist. Welche Tiere wohnen jetzt schon im Zoo? Wir haben einen Command dafür. Du kannst auch so verzeichnen Zoo eingeben. Dann kriegst du alle Infos zum Zoo. 10 Zahme Ziegen ziehen, 10 Zentner Zucker zum Zoo. Ich glaube, es sieht cool aus, wenn wir hier drunter so ein bisschen den Farn wachsen lassen. So Dinge, okay. So. Vielleicht da noch. Die Kacke schön organic mit eingebunden. So, ich glaube, so ist es gut. Können die noch alles begehen? Nicht, dass ich den jetzt hier alles zugebaut habe. Boah, passt. Oh shit, der ist ja auch krank. Tier verstorben. Happy Hippo, no! Nein! F für Happy Hippo.
Was ist denn eine Vivarienhöhle? Wir haben eine Höhle gebaut, wo die Vivarientiere halt drin sind. Und das Lama-Gehege ist zu dreckig. Haben wir das denn schon? Doch, wir haben das doch im Arbeitsbereich drin gehabt, oder? Eine Sekunde. Vielen Dank für eure Anteilnahme. Das bedeutet mir viel. Doch. Ist mit drin. Tierpfleger. Ja gut, die sind alle maßlos überfordert. Wisst ihr, was wir, glaube ich, machen? Hier hinten sind wir ja eh ganz weit von den Besuchern weg. Das heißt, wir können hier eigentlich perfekt noch eine Tierpflegerhütte hinbauen. Aber nur, wenn es eine schöne gibt. Wir können ja auch selber eine bauen. Wir können ja das Grundgerüst nehmen. Wir haben ja hier hinten noch die Wände. Und bauen dafür den Dings und machen dann da einfach den Klotz rein. Das ist eine gute Idee, oder? Jetzt ist es Deadly Hippo. Selina, es ist noch zu früh. Nee, warte. Okay, wir warten und 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 wir warten. Jola, Hallöchen. Nina, ja, ich warte. Ich kann nicht schreiben, wenn du redest. Okay. Psst, Chat. Die Wände sind noch... Nee, Lukas. Ich bin ein absoluter Vollprofi. Guck's dir an. Ich hab die getrennt. Ich bin ein Profi. Bist ein bisschen stolz, oder? Bist ein bisschen stolz? Sonntag probieren wir eure Burger aus dem Kostüm aus. Freue mich schon. Oh, wie schön, Remadora. Lass es euch schmecken. Und Melli, ganz viel Erfolg. 10 von 10. Danke. Okay, so, jetzt geht's los. Also, wir brauchen eine Wand. Nee, es ging anders. Stopp. Steuerung. Wand. Steuerung. D. Oh mein Gott, ich bin so ein Profi. Dann. Muss kurz denken. Wand. Wand. Warte mal. Wo... Braucht den Boden. Wie hieß das nochmal? Geöltes. Geöl. Ist das richtig so? Belly! Hallo! Schön, dass du da bist. So. Und dann... Brauchen wir ein Fenster? Ich bin kurz überfordert. Warte, nee, wir machen das größer. Nochmal zurück. Wir müssen das ja nicht nur... Wir können das ja größer bauen. Dann können wir... Das so machen. Wir müssen das Fenster ja hinten gar nicht machen. Wir können dann ja auch einfach... Was wollen die denn jetzt? Aktivisten immer. Flauschi, Hallöchen. Schön, dass du hier bist. So, dann machen wir noch davon so eins hin. Und so. Theoretisch können wir auch einfach daneben auch noch so eine Tür hin machen. Dann gibt es einfach zwei Türen. Auch ein bisschen lustig. Oder? Ist das für die Lamas? Wird der Stall vergrößert? Billy, habe ich Hallo gesagt oder habe ich das nur gedacht?
Nee, das sollte noch eine Tierpflegerhütte werden, die direkt dann bei den Lamas ist, weil die sonst immer so weit laufen müssen. Mipa, hallöchen, schön, dass du da bist. Nee, kein Mitarbeiterraum, sondern eine Tierpflegerhütte. So. Wow. Nebst jetzt. Ah, es läuft ja die ganze Zeit weiter. Huch. Ups. So. Dann machen wir noch. So. Ups. Nee, 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 jetzt nicht. So. Ich habe Hallo gesagt, okay. Dummer Schuh, Dankeschön für deinen Lurky. Auf geht's zum zweiten Vorstellungsgespräch, auch wenn es um 15 Uhr ist. Ganz, ganz viel Erfolg, Mipa. Ich drück ganz fest die Daumen. Ist die Tür eins zu weit unten oder sieht das nur so aus? Wahrscheinlich ist das der Fall, ne? Aber, hallo? Oh, hä? Ja, so muss sie sein. Thank you for the Hinweis. Okay. Dann. Dech. Welches Dach haben wir da benutzt? Clara, mach's gut. Schön, dass du da warst. Hab einen schönen Tag. Holzplanken. Give it. Give it to me, Baby. Ah, ah, ah. Nee, doch nicht. Ich lerne noch, Leute. Holzplank. Hier. Und Ivi, mach's gut. Und Mia, hallöchen. Schön, dass du da bist. Jetzt kriegt das schöne Haus ein Dach. TikTok. Tannenbaum im Topf, hallöchen, wie geht's? Das 2 Meter. Oh, okay. Das verändert halt wirklich alles, ne? Diese Dachkante. Das ist so krass, was das für einen Unterschied macht. Und hier können wir... Warte mal. Da können wir ja dann die ums Eck nehmen. Zack! Kam gerade vom Sport. Fühl mich sehr gut. Sehr schön, Mia. Schön, dass du hier bist. So. Noch kurz. Ach nee. Gut, das können wir halt jetzt nicht überstehen lassen dann. Oder... Nee, das ist zu lang. Naja, egal. Was habe ich da für die Dinger hier genommen? Gab es da auch die geölten? Ja. Tick tock, the clock keeps ticking.
should do. I wish you'd be right here with me. I'm thinking of you. Willkommen zurück, dummer Schuh. So. Ja, aber das sieht halt jetzt hier kacke aus. Ich liebe euren Namen, ja. Ich habe mir schon gedacht, dass du den Namen ganz toll findest. Luki, wie mache ich das am besten hier, dass es auch übersteht? Vielleicht kannst du da oben in das Dreieck das Tierpflegerhüttezeichen machen. Das ist ein guter Plan. Aber ich meinte jetzt noch die Leiste hier. Aber das ist eine sehr, sehr gute Idee. Und Anouk Marie, hallöchen. Schön, dass du da bist. Obwohl, wir könnten das auch so... Oh, machen das so. Passt auf jetzt. Passt auf. Und dann machen wir hier noch so zwei Balken runter und dann sieht das richtig toll aus. Pass auf. So. Und jetzt nehmen wir solche Balken. Raster. Bienchen, danke noch für die 3 Monate. Vielen Dank. Auch sehr schön. Okay, danke. Fange jetzt ein Zoo im Sandbox-Modus an und probiere mal realistische Gehege zu bauen. Mal sehen, ob das was wird. Ich bin mir sicher, es wird großartig, Lara. Das ist doch voll cool, oder? Hat was von einer muckeligen Waldhütte. Das klingt doch gut. Ja, nee, das gehört halt zum Vibe. Das ist ja bei den anderen auch. Ich sehe nichts. Der ganze Chat ist rot, weil ich überall markiert werde. Aber das gefällt mir gut. Sehr cool. Okay, und dann können wir da jetzt diese Hütte reinmachen. Warum ist die Tür grün? I don't like this. Aber cool! Hier guckt irgendwas raus. Nicht mit uns. Okay, sieht kacke aus. kannst die Farbe ändern? Okay, sehr gut. Warum kann man das nicht verändern? Das ist ja doof. Waren das nicht die gleichen? Nee, das ist ja... Girl! Eine Wand würde komisch aussehen. Mach da einen Balken hin. Ich guck jetzt mal.
Geött. Geött, Leute. Geött. Ich sehe nichts. Es ist ja fast ein Balken. So. Ach, da ist ja gar nicht nochmal so ein Balken. Ist doch gut so. Warum frage ich eigentlich, was gebaut wird? Wir lesen gerade, naja, aber eigentlich ist das eine Lüge. Weil eigentlich bauen wir gerade, eine Tierpflegerhütte. So, puff und weg. Weißt du, wann, wenn du den tollen Bot hättest, den ich hätte, dann könnten Mods den Text per Command ändern. Habe ich aber nicht. Weißt du, Lukas, du kannst bald dich komplett... Wisst ihr, worauf Lukas sich am meisten an dem ganzen Umzug freut? Mein Setup neu einzurichten. Finde er ganz toll. Dann alles mit dem Audio, weil ich... Das ist ja ein bisschen ineffizient hier bei mir. Da freut er sich am meisten drauf. Kannst du... Ja, ja. Ja, ja. Türfarbe. Super. Oder braun. Ah, die Tür ist jetzt einfach auch braun. Symbol. Fenster. Okay. Bisschen... Oh. Lukas, beruhige dich. Ups. So. Da. Oh Mann, voll cool, Leute. Wir sind einfach wirklich richtig independent geworden. Vor einem halben Jahr hätten wir das noch aus der Galerie runter, also aus dem Workshop runtergeladen. Und dann dachte ich, können wir jetzt hier einfach so ein Hütchen hinbauen. Das ist doch voll toll, oder nicht? Also vielleicht so, dass es nicht schwebt. Also sollen wir das auf die Seite machen oder auf die andere Seite? Eigentlich ist es gut da, ne? We were dancing in the dark. Okay, dann müssen wir es da ein bisschen hoch machen. Ups. Terrainbearbeitung fehlgeschlagen. Okay. So, hier können wir das dann noch ein bisschen hochziehen. Mein Näschen juckt. Eva, lass es dir schmecken. Oh. Und Babs, danke schön für die 10 Monate. Schön, dass du da bist. Wie geht's? Und Sabrina, Hallöchen. Gestern das neue Sims-Pack geholt. Jetzt lese ich Lama-Gehege und will Planet Zoo spielen. Ich bin einfach ein gelosteter Mensch. Kann ich verstehen. Ist schon okay, Tiana. Du bist nicht allein. Aber es ist ja auch alles toll. Muss man ja sagen. So, und dann dachte ich...
Ja, jetzt müssen wir noch mal ganz kurz hier rein in die Gruppe. Weil hier muss noch eine Wand hin. Weil sonst sieht man ja die hässliche die hässliche Wand da. So. Zack. Super. Und jetzt machen wir da zum Beispiel eine Schubkarre rein. Wow. Ja, die Watchtime zählt erst seit einem halben Jahr oder sowas. Mir geht es ganz gut. Wie geht's dir? Mir geht es sehr, sehr gut. Schön, dass du hier bist. Requisiten. Findet eigentlich noch jemand den Steam-Sale sehr kritisch für den eigenen Geldbeutel? Ich habe tatsächlich noch gar nicht geguckt, was da alles so beinhaltet ist. Habt ihr euch schon was gegönnt? Ein Fahrrad. Ach, das ist toll. So eine Holzpalette. Kann man die Farbe... Nein, kann man nicht. Egal. Dann machen wir hier noch so eine Holzpalette rein, die kein Mensch sieht. Aber sie ist halt da. Oh. Ganz viele tolle Sachen im Angebot, nahezu alles reduziert, voll cool. Celine, willkommen zurück. Ich habe mir Dreamfall gekauft, was ist das? Und Melanie, hallöchen, schön, dass du da bist. Hab mir die letzten beiden DLCs, die mir von Planet Zoo noch gefehlt haben, geholt. Sehr cool, dafür ist es halt auch wirklich perfekt, ne? Wenn man eh die ganze Zeit schon quasi drauf gefiebert hat. Ist halt voll dumm, weil der Weg da jetzt nicht hingeht, ne? Aber ist halt so. Aber ich bin voll glücklich. Das ist voll cool, dass wir da jetzt noch so eine Hütte haben. I love it. Können wir da vielleicht noch so einen kleinen Busch hinmachen? Vielleicht nochmal so einen Nadelbaum. Eine Schwachzwichte. Toll. Hammer. Paula, hallöchen. Die Besucher wollen Souvenirshops und Nina platziert Holzpaletten, die keiner sieht. Also das ist ja jetzt nochmal was anderes. Zölli will Souvenirshops. Nicht, also wir dürfen das jetzt hier nicht verallgemeinern. Ne? Das finde ich richtig toll. Das haben wir richtig cool gemacht, dass wir jetzt da hinten diesen Weg noch haben und dass sie dann da noch die Hütte haben. Oh. Wunderbar. Hab Melatonin und Detroit Become Human bekommen. Oh, Hammer. Geil. Also Melatonin kenne ich jetzt nicht, aber Detroit. Sie sagte Busch und nahm einen Baum. Naja. Schön, dass der Bot das auch alles verbietet. Gibt es irgendein DLC für Planet Zoo, das man ganz dringend braucht? Also ich muss sagen, bei Planet Zoo fällt mir das super schwer, das zu sagen, was man sich für ein DLC holen soll, weil halt jedes einfach toll ist, weil jedes mit tollen neuen Tieren kommt. Deswegen kann ich das so nicht sagen. Oh mein Gott, mir gefällt das jetzt richtig gut. Erst habe ich nämlich auch noch so gedacht, ob wir die Lamas da jetzt so schön eingebunden bekommen. Ja, Aquatic ist richtig cool, da sind auch coole Bauobjekte bei, ne? Nina und Chat, könnt ihr ein Headset empfehlen, das nicht so ganz teuer ist, der Klang aber trotzdem noch gut ist. Brina, da bin ich wirklich komplett überfragt. Also, ja, weil ich bin jetzt auch nicht mehr so zufrieden mit dem Headset. Deswegen weiß ich leider nicht. Aber vielleicht hat jemand im Chat was für dich. Und Carina, danke noch für die 11 Monate. Vielen, vielen Dank.
Und die Amuna Löhrchen. Okay, das ist schon mal ganz fantastisch. Und wenn wir dann hier oben noch die Steinböckerei machen. Wir machen jetzt mal hier die Barriere drum und gucken mal, wie groß das ist. Schön. Also ich bin jetzt mit dem Lama-Gehege auch sehr, sehr glücklich. Hier können die auch trinken. Vor allem finde ich das wirklich cool, dass wir das hingekriegt haben, dass sie wirklich auch so ein bergisches Gehege haben, weil wir haben ja jetzt hier bei den Pferden zum Beispiel, das ist ja sehr, sehr gerade. Oh, ja, da hinten ist kein Strom, never mind. Und das ist auch nicht im Arbeitsbereich, fällt mir gerade ein. Vielleicht sollten wir mal noch, ich glaube, wir machen mal eben noch einen Arbeitsbereich. Wo wir dann die beiden Gehege reinmachen. Was ist das hier? Die Toiletten. Das hier. Mitarbeiterraum, genau. Und das hier. Quarantänebereich. Ja, die können das dann alles nutzen. Okay, das jetzt einfach mit. So. Okay. Und den nennen wir dann Pferde Lamas. Und hinterher können wir den dann ja noch umbenennen. Und dafür stellen wir... Achso, warte, jetzt müssen wir dann noch diesen Arbeitsbereich bearbeiten. Den nicht mehr mit drin haben, genau. Supi. So. Und dann machen wir einen Zoopfleger und zwei Tierpfleger und vielleicht noch einen Techniker und einen Tierarzt. Hast du ein System bei den Arbeitsbereichen oder irgendwie? Nee, ich versuche das so halt von dem also was beieinander liegt, so zu organisieren. So, du bist bei den Pferden. Du auch. Und der Techniker. Und du. Okay. Die sind auch alle komplett überfordert. Weil ich glaube, so sollte das passen. Und eigentlich wollten wir Strom machen. Gut, dass wir wieder was ganz anderes gemacht haben, als wir eigentlich wollten. Aber das macht ja nichts. So, wir düsen einmal hier runter und platzieren da hinten bei der Aufbereitungsanlage dann nochmal einmal Strom. Was will der Baum eigentlich hier? Was bist du? Können die da überhaupt dann lang? Naja. Ah, mein Gott. Spiel gekauft, Deluxe Edition, wie cool. Techniker, Pfleger, Ärzte, alles in einem Bereich. Ja, so dass halt jeder, also dass jeder Bereich halt alles abgedeckt hat quasi. Und Clara, Hallöchen und Elaria, Hallöchen. So, jetzt gucken wir mal, ob der Strom reicht. Ja, perfekt. Oh nein, unsere Pferde sind jetzt auch krank. Geflügelpest, das ist ja auch ein bisschen lustig, ne? Unser Pferd hat Geflügelpest. Was wurde abgeschlossen? Lama. Ja, da müssen wir jetzt auch, glaube ich, nicht weiter forschen. Da ist es jetzt erstmal wichtiger, dass wir die Krankheit erforschen.
Das Mitarbeitergehege hat ja sogar Bäume, Park. Es ist einfach schön da unten, oder? Es ist einfach schön. Es ist jetzt ein Pegasus, true. Ach, schön, Leute. Ich bin richtig happy hier. Ich brauche aber mal ganz kurz noch ein bisschen Busch. Mehr Busch, Busch, Busch. Wir brauchen Busch. Busch, Busch, Busch. Nehmen wir den? Nee, wir nehmen unseren altbekannten Buchenbusch. Ich gehe mit meinem Baum spazieren. La 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 la. So, dann ist hier noch so ein bisschen Busch. Toll! Und hier unten wächst auch Busch. Und auf der anderen Seite wächst auch Busch. So, und ein Stein. Leute, da muss jetzt noch ein Fels hin. Toll! I love it! Wie machst du es immer, dass du nicht pleite gehst? Vivarien. Das muss nur der Anfang überstanden werden, dann geht's. Ich speichere mal. Ich habe lange nicht gespeichert. Ich bin richtig happy! Gibt es eigentlich auch vorgefertigte Gehege, die man einfach platzieren und ergänzen kann? Also du kannst ein Szenario sozusagen spielen, da sind dann halt schon Gehege so vorgefertigt quasi. Ja genau, oder was Selina sagt, ja. Jedes Mal, wenn ich dir zuschaue, bekomme ich so Lust auf Blende zu. Bin dann beim Halblöck. Ganz viel Spaß, Belly. Busch, Baum, Banina, genau. Gut, dass ihr das schon erkannt habt. Oh, die Schildkröten, die knallen ja auch wie sonst was hier, ne? Sag mal, beruhigt euch doch mal. Ich dachte gerade, das wären die Babys, aber... Können die Babys ins Wasser? Nee, ne? Nee. Okay, super. Aber die können hier auf unsere... Palapa. Aber hier müssen wir auf jeden Fall ein Auge drauf behalten, weil die haben, also wenn die jetzt alle schwanger sind, dann kriegen die 12 Milliarden Babys hier. Guck mal, der kriegt Babys. Oh, oh. Was denn? Sozialverhalten. Ja, was ist denn? Saß dir ein Platz. Ja, hä? Was macht ihr denn hier hinten? Oh. Und du? Ihr sollt da ja auch gar nicht sein. Ich vergesse immer, die Vivarien zu verkaufen und dann sterben die an Überpopulation. Aber du kannst ja jetzt das automatische Verkaufen einstellen, dass die halt dann immer automatisch verkauft werden. Das ist halt richtig cool. Okay, kannst du jetzt mal bitte... Dringend, bitte. Dem geht's auch schon wieder super. Ihr könnt euch vom Acker machen. So, und du, dir geht's auch super, ne? Was macht ihr da? Summer! Okay. Oh mein Gott, Lama Del Rey ist jetzt auch krank. Ach du heilige Scheiße. Haben wir da unten eine Tierarztpraxis? Ja, oder? Das ist natürlich äußerst kritisch jetzt. Kritische Lage. Ja, die haben sich angespuckt. Ich glaube, das war ein Kampf. Wir kriegen das hin, Leute. Wir haben eine kurze, mittelschwere Krise. Es ist halt unsere erste Krankheitsphase, die wir jetzt hier gerade haben. Tierpflegerhütte, Quarantäne. Haben wir hier keinen Tierarzt? Upsi. The wind blowing in. So. Und das muss natürlich jetzt noch in den Arbeitsbereich mit rein. Nee.
Nicht das. Das. Und bei den anderen? Haben die eine Arztpraxis? Nö. Okay. So, jetzt hoffen wir, kriegen wir das hin. Die Funktion kannte ich auch noch nicht. Das ist auch noch nicht so lange im Spiel, aber das ist wirklich richtig, richtig cool. Okay, unsere Pferde sind ein bisschen unzufrieden. Bei denen könnte halt es langsam auch zu voll werden. Da müssen wir jetzt auch mal gucken. Wo sind wir? Hier. Weil die haben ganz schön viele Babys gekriegt. Oh nee, es geht noch. Ja, Platz wird langsam eng. Aber es ist noch in Ordnung. Aber hier müssen wir jetzt echt... Oh Gott. Okay, da ist schon mal der eine, wurde jetzt abgeholt. Da war noch ein Gebäude rot unter der Erde. Ach, das ist der neue Transformator. Ja. Thank you for the Hinweis. Uns fühlt sich da wieder keiner zugehörig. Zuständig, meine ich. Perfekt, aber das war schon mal sehr gut. Okay. Oh Gott. Diese Schweine. Es sind einfach, wir haben einfach echt Drecksäcke als Besucher. Ich sage es euch. Wir können hier, glaube ich, nicht so gut Bildung hinmachen, oder? Warte mal. Wenn wir hier so einen... Ach doch, das geht. Oder, wartet mal. Pfosten. Holz. Ja, so ein Ast ist doch toll. Dann soll der hier sein. Und da machen wir jetzt den Fernseher dran. Emmy, Hallöchen. Wie weit seid ihr bei dem Lama-Gehege gekommen? Das Lama-Gehege ist fertig. Das ist jetzt fertig gebaut. Da ist auch gerade leider eine kleine Epidemie. Aber alles easy, Leute. Alles easy. Da machen wir jetzt so einen kleinen Fernseher dran. Zack. Und auf dem Fernseher stehen dann Sachen über das Lama-Gehege. So. Lama. So, gilt das denn als Bildung? Wie sehe ich... Oh. Es gilt nicht als Werbung, als Bildung. Gibt es eigentlich schon was Neues wegen den Fledermäusen? Nee, noch nicht. Habe ich mich noch nicht mit auseinandergesetzt. Aber machen wir. Gut. Das zählt nicht als Bildung. Das ist sehr tragisch. Dann müssen wir halt jetzt diesen fetten Fernseher nehmen. Warum? Das ist ja richtig kacke. Da machen wir da aber auch zwei Balken hin, weil sonst sieht das ja blöd aus. Nee, gibt's leider nicht kleiner. That's the problem. Also da gibt's leider nur diesen fetten Fernseher. Warum dreht sich das so komisch?
Dein Headset ist leer. Ich hasse X einfach so sehr. Okay, nochmal, Leute. Wie gab's es? So. Oh. X. Leina, mach's gut. Schön, dass du da warst. Wollte nur aus Interesse fragen, bin echt gespannt auf die. Also vermutlich können wir das nicht so umsetzen, wie wir das ursprünglich geplant hatten. Aber irgendwo werden wir das auf jeden Fall mit diesen begehbaren Vivarien mit einbauen. Vor allem, Princess Pig hatte mir ein Bild geschickt, wo sie einen Schmetterlingsgarten gebaut hat. Und das sah so cool aus. Also sowas würde ich auch voll gerne machen. So. Jetzt seht ihr leider nichts mehr. Bildung! Guck mal, da geht's direkt hoch hier. Ach, schön. Ja gut, das können wir dann jetzt auch... Warum stinkt das? Ach, das ist kaputt. Gegenstand wurde beschädigt. Ich glaube, ich spinne. Also unsere Besucher sind einfach so scheiße. Waren die schon immer so groß oder sind die neuen? Nee, die sind leider schon immer so groß gewesen. Bisschen belastend. Katie, mach's gut. Ganz viel Erfolg bei IKEA. Und Lea, hallöchen. Und ganz viel Erfolg bei der Bewerbung, Shelly. Und Jade, hallöchen. In welchem Pack gab es nochmal die Schmetterlinge? War das auch mit dem Twilight Pack oder war das das Pack davor? Ich weiß es nicht mehr. Guck mal, das ist doch schon mal super. Ja gut, aber wir haben halt jetzt überall... diese Kackfernsehre dran gemacht. Wir haben hier jetzt auch ja denen gemacht und das ist ja der falsche. Aber warte mal, haben wir nicht hier vorne? Doch, hier haben wir den richtigen, oder? Ja. In dem Graspack. Können die sich jetzt mal hier um die Tiere kümmern? Meine Güte. Oh mein Gott, jetzt ist Karl hier vorne. Weswegen können die denn nicht hier durch? Meine schönen Steinchen nicht alle weg mal. Aha. Kannst du da jetzt durch? Passt das? Ja. Super. Oh mein Gott, die sind einfach alle krank. Es muss bei Arterhaltung oder Dämmerung drin sein, weil die einzigen sind, die mir noch fehlen. Okay. Shit, ey. Das ist wirklich ein bisschen blöd. Vielleicht sollten wir temporär noch einen Tierarzt einstellen. Oder wir nehmen so lange die Karen mit nach hier hinten. Weil die hat da vorne ja gerade nicht so viel zu tun. Das Gehege ist halt irgendwie auch dreckig. Ist das denn, ist der Tierpfleger... Sind die von hier hinten ein bisschen überfordert, ne? Dann machen wir noch einen Tierpfleger hier rein. Und du bist dann auch für die hier hinten zuständig. Hört jetzt auf, ich weiß, dass die alle krank sind. Josi, hallöchen und Jade, hallöchen. Du kommst aber hier wieder raus, oder? Easy, okay. Okay, jetzt wird's langsam. Die nehmen die auf jeden Fall schon mal mit. Oder müssen die in die Quarantäne? Lara, das freut mich.
Ich weiß das immer nicht, wie das bei den Krankheiten ist. Okay, die Sauberkeit hat ein Problem dargestellt. Aber darum wurde sich ja jetzt auch gekümmert. Okay. Was? Wo kommt das denn jetzt her? Wer hat denn jetzt hier Botulismus? Ich flippe aus. Okay, Karen, hör mal auf. Ach, die ist auch am Forschen. So kann die sich ja gar nicht darum kümmern. Karen, du forschst jetzt daran. Emmy, mach's gut. Schön, dass du da warst. Aber ich weiß nicht, wer jetzt diesen Botulismus hat. Weil die haben... Ah. Ey, die Lamas, die sind richtige... Richtige Virenschleudern. Ich glaub's nicht. Nee, nicht mein ganzer Zoo ist krank, sondern nur die Lamas. Das sind nur die Lamas. Und die haben das mal kurz hier mit rüber geschleppt an die Pferde. Ich bin einfach nur, dass es ganz schnell weggeht. Rema, Dora, danke schön für die 2 verschenkten Subs. Vielen, vielen Dank. Und Jade, danke noch für die 14 Monate. Wollte nur kurz Hallo sagen, wir mitten im Umzugsstress. Alles Gute, Jade. Wie schön. Hatte mal eine Patientin, die sich selbst mit Botulismus diagnostiziert hat. Und was ist das? Herzlich willkommen. Schmeißt die krank sind, einfach in Quarantäne. Ist vielleicht besser, ne? Guck mal, dann geht das auch direkt weg, wenn ich das mache. Okay, Problem gelöst. So einfach geht das, Leute. Guck mal, Anna ist zu Besuch. Hallo, Anna. Also die Andrea. Lustig. Ninas Maximus, Hallöchen. Vergiftung mit Botulinumtoxin. Ich tue einfach mal so, als wenn ich wüsste, was es ist. Bakterienkrankheit, die schnell tödlich enden kann. Schnell! Nee, aber ich glaube, jetzt haben wir das ganz gut hier unter Kontrolle. Wird super erforscht hier. Guck mal, Geflügelpest ist jetzt schon komplett erforscht. Was ist jetzt schon wieder dreckig? Welches Gehege ist das? Das Pferdegehege. Pferdegehege. Kann hier bitte ein Tierpfleger kommen? Die kacken sich auch rein zurecht. Guck mal, die kriegen jetzt mal noch ein bisschen besseres Futter. Kat, willkommen zurück. Und Jelena, Hallöchen. Ich höre jetzt gleich auf tatsächlich, weil ich wollte noch aufnehmen und ein bisschen packen. Und heute Abend gibt es ja schon wieder Aki beim Lucky. Deswegen muss ich noch ein bisschen was schaffen. Aber ich bin richtig happy mit dem, was wir heute hier gemacht haben. Also das Lama-Gehege gefällt mir richtig gut. Also es ist auch richtig schön eingebunden. Also überlegt euch das mal. Vor ein paar Wochen war das hier noch alles leer. Und jetzt haben wir da so 2 schöne Gehege noch hinzugefügt. Also richtig, richtig cool. Ich muss gerade mal... Ja, ist überall unpraktisch. Ich habe überlegt, ob wir hier noch irgendwas hinmachen mit Souvenirshops oder sowas, aber das passt ja überall nicht hin. Hm. Das haben wir mittlerweile alles so schön schon gestaltet. Naja, das gucken wir dann nächstes Mal. Lea Maus, danke noch für die 37 Monate auf Stufe 2, du verrückte Maus. Vielen, vielen Dank, für dich ganz, ganz fest gedrückt. Ja, denn das rote Alles-Köttel, yes. Die haben halt ein bisschen eine gute Verdauung, träumen andere Leute von. Also war richtig schön. Hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Ich liebe dieses Spiel einfach. Wie gesagt, mal gucken, ob wir morgen auch Planet zu spielen. Ich würde gerne auch mal wieder was anderes spielen, aber es macht mir einfach so viel Spaß, wisst ihr? Tschüss, YouTube.